Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich bin so, so stolz auf meine Kollegin Nicole vom Kanal Chiquitas Place, denn sie hat in Zusammenarbeit mit Purish eine eigene Box kreiert. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, 2023 ist wirklich ihr Jahr, was auch YouTube angeht, und deswegen ist diese Box auch der krönende Abschluss davon. Sie durfte mit Purish zusammen eine Box kreieren, die einen Wert von 157,68 Euro hat und ihr bezahlt 99,90 Euro, wenn ihr diese Box bestellt, über den Link zum Beispiel in meiner Infobox oder bei ihr oder bei Kati vom Kanal Contra Junkie oder. Ne? Ich habe sie hier, ich möchte sie mit euch zusammen auspacken und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Box auch bei euch ankommt. Ich bin ehrlich mit euch, ich bin schon sehr, sehr früh mit eingeweiht worden, was in der Box so drin ist, und ich finde es fantastisch. Also es ist eine großartige Auswahl, die liebe Nicole getroffen hat, und hier nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich bin so, so stolz auf dich und so, so glücklich, dass du das geschafft hast, dass du, hier mit YouTube auch so durchgestartet bist und all das alles für dich quasi auch dein Job sein darf. Ich freue mich extrem für dich, denn ich stand auch vor 2 Jahren ungefähr an dieser Stelle und habe auch überlegt, das Ganze hauptberuflich zu machen, habe den Schritt gewagt und sie hat es auch gewagt. Mega. Ich kann mich noch an ein Telefonat erinnern, das wir im Sommer hatten, und es war sehr emotional und es hat geklappt und ich bin einfach total glücklich, tatsächlich. Also ich bin froh, wenn Menschen um mich herum glücklich werden, vor allem wenn es auch Menschen sind, die mir persönlich sehr am Herzen liegen und die ich auch meine Freunde nennen darf. Und okay, wow, meine Güte, ich bin ganz schön emotional, ne? Es ist eine Box, es ist ein Produkt, es ist nur Beauty, Leute, aber trotzdem bin ich sehr, 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 sehr glücklich für die liebe Nicole. Und freue mich einfach wie Bolle. Das ist einfach großartig. Okay, also, wir gucken jetzt aber mal in die Box zusammen rein, was da so drin ist. Und es ist einfach der Hammer. Es ist der Hammer, Leute. Wir haben Misauda Milano, wir haben Linda Hauberg, wir haben Denissa Myrix. Und wie gesagt, 157,68 Euro Warenwert. Also ihr bekommt im Prinzip 57 Euro geschenkt. Ne? Also, 58 Euro? Ganz schön viel. Ihr kriegt ganz schön viel geschenkt, Leute. Wir starten einfach mal mit einem Produkt, wo mir klar war, dass sie das mit reinpackt. Denn als wir Mädels auch unsere Purish-Woche hatten, hat sie auch dieses Produkt in die Purish-Verlosungskiste reingemacht. Und ich... Na, vielleicht kommt er nächste Woche. Wartet nur ab, Leute. Okay, also. Hier habe ich Lust for Shine. Das ist dieser wundervolle Highlighter von Misauda Milano. Und sie schreibt mir auch gerade... Denn ich hatte ihr eben eine Sprachnachricht geschickt und dabei ist mir diese Kerze hier hinten explodiert. Also nicht die, sondern eine andere, die da vorher stand. Und das ist schon Wahnsinn. Okay, also das ist in der Farbe 102 Gold Ambition. Und da diese Box jetzt ja bei mir bleibt, bleibt auch dieser Highlighter bei mir. Und ich werde euch mit diesen Produkten auch etwas schminken. Dazu lade ich euch einen Short hoch oder ein Reel oder ne, wie auch immer. Und das ist ein extrem schöner Highlighter. Ich habe ihn bei ihr auch schon gesehen. Ich habe ihn mir noch nicht selber bestellt oder in PR zukommen lassen. Aber jetzt habe ich ihn ja hier. Ne? Das ist so foliert. Das sieht so wunderschön aus. Und dann trage ich ihn hier mal auf. Und sie hat vollkommen recht. Das ist ein Highlighter. Den kannst du auch als Blassnase, wie ich sie bin, tragen. Weil der halt nicht so super krass dieses Pigment mit drin hat. Sondern er hat halt diesen Glasschimmer. Also wunderschön. Falls ihr immer schon mal diesen Highlighter und auch weitere Produkte haben wolltet, seid ihr mit dieser Box, glaube ich, echt gut beraten. Ne? Weil ihr kennt Nicole, sie hat tatsächlich Geschmack und sie hat auch so viel schon getestet und sie weiß, was gut ist. Sie wird hier in diese Box keinen Schmuh reinpacken. Ne? Deswegen hat sie auch gesagt, okay, ich möchte hier ein krasses Produkt von Denissa Myrix drin haben, was auch wirklich jeder verwenden kann, der es verwenden will. Und zwar ist es hier der... Eyeliner in der Farbe Onyx, und das ist der Hammer. Der malt so, so gut auf der Linework, genau, in der Farbe Onyx. Ich habe meinen jetzt hier, den kann ich euch da nämlich auch swatchen. Der malt auf allen möglichen Looks, Entschuldigung. Also egal, wie krass der Look ist oder wie dezent der Look ist, der Liner wird auf jeden Fall perfekt aussehen. Und ja, so schaut das Produkt dann aus der Verpackung genommen aus. Wunderschön. Und ich würde einfach auch mal ganz stark behaupten, dass man jetzt nicht unbedingt sich diese Schätzelein einfach mal eben so kaufen würde. Und wenn man dann halt die Möglichkeit hat, in dieser Box dieses Produkt drin zu haben, ist es großartig. Wir haben hier eine Pinselspitze. Und das ist auch ganz speziell. Du kannst damit halt auch recht dick malen, weil das...
ist ja so ein bisschen zusammengedrückt, ne? Dass du halt vorne diese super feine Spitze hast und wenn du dann halt mehr so dich außen, ach Quatsch, Richtung Stift aufhältst, also innen in dem Sinne, dann kannst du damit auch etwas dickere Striche malen. Ich persönlich bin ja eher so der etwas dezentere Eyeliner-Typ, weil ich... Oh, es ist so geil, dass ich dieses Video drehe und sie gleichzeitig mit mir schreibt. Okay, egal. Auf jeden Fall mag ich das lieber ein bisschen dezenter, weil ich habe ja so ein leichtes Schlupflid, ne? Und wenn ich ihn zu dick male, dann schlupft das halt zu sehr durch die Gegend. Das wollen wir nicht. Also du kannst damit, wie zeige ich euch das denn, ganz fein malen, wenn du das nur vorsichtig aufsetzt. Oder du kannst auch dicker malen. So kann man das am besten zeigen, ne? Also wirklich ein ganz tolles Produkt, was sie da ausgewählt hat. Das ist tiefschwarz, sehr, sehr intensiv, mega empfehlenswert. Vor allem, weil sie auch eben in dieser Box ein Lidschattenprodukt mit drin hat. Ich habe dazu das Pendant auf meinen Augen drauf. Also das hier ist die Basic Elements Palette. Und hier haben wir die Shimmer Saga von LH Cosmetics. Die habe ich noch gar nicht da und ich bin so gespannt, wie die dann auch sein wird. Weil die hier war mir ein bisschen zu dunkel teilweise tatsächlich. Aber ich glaube, die hier wird ein bisschen mehr abgehen. There can never be too much glitter, steht hier hinten drauf. Das ist ein Zitat von Linda Harburg. Und ich glaube, dass das auch die perfekte Palette jetzt so für die kalte Jahreszeit ist. Weil diese Töne kannst du zu allen Looks super schön kombinieren. Okay, wir haben Crush, wir haben Success, wir haben Love und wir haben Passion. Und das sind Töne, die schimmern in verschiedenen Farben. Das heißt, du kannst die zu verschiedenen Looks kombinieren. Und hier seht ihr auch die Farben auf den Fingern. Das sieht ganz anders aus als das, was auf dem Fännchen, im Fännchen zu sehen ist. Und das ist der Hammer. Das ist ja richtig geil. Also Respekt für deine Auswahl, meine Liebe. Ja, und das sind halt so ganz großartige Toppertöne, die du dir dann halt über einen Look drüber machen kannst, um den einfach nochmal in eine andere Dimension zu heben. Und die sind in mehreren Farben am Schimmern. Hier außen habe ich einen, der schimmert so ein bisschen grün-rosé, würde ich sagen. Hier habe ich lila-blau-Schimmer. Das hier ist gelb-orange fast schon. Und hier habe ich, boah, das sieht aus wie eine Schneeflocke, da habe ich blau, lila, grün, aber in ganz dezent. Und so schaut das aus. Und damit kannst du die Looks, die du halt so generell gerne schminkst, ich glaube, wenn ich meine Hand so komisch bewege, sieht man es noch besser, einfach auf eine andere Ebene heben. Und ich glaube, wir alle haben relativ viele Lidschattenpaletten. Und dann ist es natürlich schwer, wenn man so eine Box konzipiert, sich zu überlegen, was packe ich rein. Und da anhand von solchen Produkten merkst du, dass sich tatsächlich auch die Menschen Gedanken gemacht haben und dann nicht irgendwas reingepackt haben. Und das finde ich richtig schön. Also ja, mega. Dann hat sie mir auch noch gesagt, okay, ich habe hier noch ein Produkt drin, da kannst du dezent mit arbeiten, weil Blassnase und so. Aber du kannst es auch richtig kabam raushauen. Und zwar spricht sie hier von diesem wundervollen Produkt. Das ist auch von Mesauda ein Blush. Und zwar in der Farbe Skips a Beat 104. Und das ist so ein Cream-to-Powder-Produkt, ne? Schaut so aus von der Verpackung her. Und von innen haben wir, nicht erschrecken, dieses hier. Und wenn man das halt dezent aufträgt und vorsichtig verblendet, kriegst du damit einen soften Blush hin, sagt sie. Und wenn man damit halt richtig eskalieren will, nimmst du halt mehr Farbe auf. Und das merke ich definitiv jetzt anhand des Produktes. Also hier habe ich ein Feuerrot. Wahnsinn. Okay, wo trage ich mir den? Ich trage den hier mal auf. Ja, wow. Also der ist cremig im Pfännchen. Und auf der Hand, also auf der Haut hier, sehr wie Puder. Also richtig toll. Ich denke, dass man den am besten auch wirklich mit einem Schwämmchen auftragen kann. Ich habe jetzt auch nur ganz leicht mit meinem Finger so über meine Haut gerieben. Das ist wunderschön. Und ich denke, dass man da, wenn man dann halt doller drückt oder mehr Produkt aufbaut, also das dann quasi mit einem Foundation-Buffer zum Beispiel richtig derbe macht oder so, dass du da richtig eskalieren kannst. Und hier geht die Party natürlich jetzt noch ein bisschen mehr ab, ne? Wunderschön. Also gute Auswahl, richtig gute Auswahl. Gefällt mir irre. Okay, aber das war es noch lange nicht. Hier haben wir was mit dabei, was ich großartig finde. Das werde ich mir dann auch auf jeden Fall auf die Fingernägel geben, wenn ich das nächste Mal meine Nägel lackiere. Und zwar von Catrice Brave Metallics Nail Polish Starry Nights. Ist natürlich bombastisch, ne? Das ist so ein Schwarz und der hat Silberschimmer drin, was wunderschön jetzt aussieht. Oh mein Gott.
Und deswegen, also großartiges Produkt, jetzt auch total passend und ja, fröhlichen Nikolaustag, ne? Dieses Video geht ja am 6. Dezember online, kurz nachdem ihr Video ja auch online gegangen ist. Schaut gerne bei ihr auch vorbei, da hat sie wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Hintergrundinfos, warum sie genau welches Produkt reingenommen hat, ne? Und mega cool, gefällt mir richtig gut und ja, ich bin gespannt, wie der dann auch auf meinen Nägeln aussehen wird. Ich bin ja so eine bunte Maus, aber es darf auch einfach gerne mal für mich mal back to the roots gehen, weil ich komme ja auch eher so aus dem Bereich damals, ist ein bisschen länger her, Punk und so, ne, da habe ich entweder nur einen schwarzen Nagellack getragen oder ich habe mir halt Edding auf die Finger gegeben. Nun, das kommt auf jeden Fall noch so ein bisschen für mich so oldschool-mäßig, für mich persönlich halt, ne? So, und unsere liebe Nicole ist ja auch unser liebes Schneewittchen. Also die ist einfach eine wunderschöne Frau mit ihren dunklen Haaren und mit ihrer doch relativ blassen Haut. Nicht so eine Blassnase wie ich, aber ne, ich habe sie auch schon in live gesehen. Sie ist einfach so eine Erscheinung und wenn sie dann ihre Videos dreht, teilweise mit einem sehr, sehr dezenten Look, zum Beispiel nur ein Eyeliner, Mascara drauf und dann diese roten Lippen, das ist Schneewittchen pur, ne? Also den Look liebe ich an hier und deswegen passen natürlich auch die anderen Produkte, die hier so drin sind, mit dazu. Aber natürlich darf da auch ein entsprechendes Lippenprodukt nicht fehlen. Das ist Schneewittchen. Schneewittchenrot. Blutrote Lippen hat man, glaube ich, da bei Grimms Märchen gesagt. 210 Intense Supply Matte. Ein Liquid Lipstick von Mesauda haben wir hier. Und das ist vollkommen, vollkommen ihre Farbe. Und diese Box, du merkst einfach, dass die Frau in Berlin war bei Purish und da zusammen mit den Leuten die Box konzipiert hat. Ich bin auch so gespannt auf ihre Bilder, die sie dort gemacht hat. Hier haben wir dann auf jeden Fall das Produkt. Ich kenne die Liquid Lipsticks von Mesauda noch nicht. Die sollen richtig gut halten. Ich swatch das mal hier oben. Ja, das sind blutrote Lippen. Das ist Schneewittchen, hallo. Richtig genial. Also nochmal herzlichen Glückwunsch, Nicole. Du hast echt eine Box rausgebracht, die zu dir so dermaßen passt. Also das schreit ihren Namen. Und natürlich gehört zu dem Look, den sie dann ja auch Schneewittchen-Style trägt, diese Mascara. Pure False Lash Beyond Black Mascara von Catrice. Eine Fiber Black Mascara. Da bin ich auch mal gespannt. Mit veganem Kollagen soll die sein. Ich habe die, glaube ich, noch gar nicht ausprobiert. Da bin ich auch gespannt, wenn ich meinen Look schminke, wie das dann so performen wird. Wir haben ein Faserbürstchen, was so tannenbaumförmig zusammengeht. Das passt, ne? Unsere liebe Adventskalenderfee. Und was dann aber auch bananenförmig geschwungen ist. Und ja, wir haben hier Fasern dran. Das wird natürlich richtig Wawawoom-Lashes machen, weil die Fasern, die hier dran sind, legen sich dann an deine Wimpern und sorgen dafür, dass die verlängert werden. Und das finde ich mega cool. Also das wird ausprobiert, auf jeden Fall. Und, ne? Das wird getestet. Und dann habe ich hier noch etwas, was natürlich den Schneewittchen-Look auf eine etwas andere Ebene heben kann. Und zwar habe ich von LH Cosmetics von Linda Hallberg in der Farbe Zao diesen Crayon. Und die Crayons von Linda Hallberg kannst du ja auf verschiedene Arten verwenden. Du kannst sie als Lipliner verwenden, was jetzt bei der Farbe wahrscheinlich etwas schwieriger wird. Du kannst sie am Auge verwenden, um da deinen Eyeliner nochmal so ein bisschen zu verfeinern. Oder die hier zum Beispiel wie so eine Cut Crease nochmal zu ziehen und das Ganze nochmal so... Ich schminke euch da was ganz Spektakuläres, aber doch irgendwie Softes mit den Produkten. Du kannst den, glaube ich, sogar auf der Wasserlinie verwenden. Und ich glaube, du kannst ihn auch im Gesicht so als Highlighter oder so nehmen, aber da haben wir ja den von Mesauda. Aber wenn du eher so auf solche Geschichten stehst, kannst du den natürlich auch verwenden. Ich bin gespannt, wie die Farbe gleich dann aussieht. Also ja, so schaut der Crayon aus. Das ist einfach ein Stift, der gar nicht so einfach ist, wie ich das gerade gesagt habe. Im Innenwinkel ist der, glaube ich, auch richtig geil. Ja, und die sind super, super, super toll. Sehr intensiv pigmentiert. Geben schön Farbe ab und die gibt es ja in allen möglichen Farben. Und hier ist halt, wie gesagt, die Farbe Zao mega schön. Mal gucken, kann ich den noch verblenden? Ja, also den kannst du wirklich toll als Highlighter auch nehmen, weil der auch nicht so glitzernd aussieht. Schön. Das sieht hübsch aus. Nice. Also das ist eine richtig tolle Weihnachtsbox. Vielleicht auch ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk, weil wenn man bedenkt, 99,90 € zahlst du für die Box, 158 grob Warenwert hast du, dann machst du jemandem, glaube ich, wirklich eine Freude, wenn die Person Bock auf Make-up hat, weil das schreit diese Box, ne? Die Box schreit
festlicher Look. Schneewittchen-Look plus vielleicht. Und die Box schreit auf jeden Fall den Namen von Nicole, würde ich sagen. Oder schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich fahre einfach auf diese Box ab, weil ich sie auch in Verbindung mit ihr bringe und sie einfach auch so, so gerne habe. Und es passt einfach. Und ich finde auch, dass man hier sehr gute Produkte ausgewählt hat. Also wirklich gute, auch teilweise neuere Produkte, qualitativ sehr, sehr hochwertige Produkte und das für den Preis 1A. Also du hast hier eine fette Ersparnis und ich glaube, dass das für viele Leute eine sehr, sehr geniale Box sein könnte. Schreibt mir gerne eure Meinung zur Box in die Kommentare. Ich verlinke euch auch super gerne das Video von der lieben Nicole in der Infobox. Und ja, Dankeschön, liebe Nicole, dass ich auch eine von den wenigen sein durfte, die diese Box vorstellen. Und dass ich die Box auch zugeschickt bekommen habe, denn das sind alles Produkte, außer den Denisa Myricks Black Onyx, die ich noch gar nicht da habe. Ihr Lieben, das wäre es ja schon von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.